Ein Regisseur, der von Anfang an nie sich mit Geld beschäftigt hat, nie sich mit beschäftigt hat, wie viele Leute brauche ich denn wirklich, um jetzt so einen Film zu drehen oder oder wen brauche ich überhaupt und wen brauche ich nicht. Das ist natürlich für einen Produzent dann eben oft Horror. Mal so ein bisschen über diesen Job, als dein Jobfeld als Produzent reden. Also was sind die wichtigsten Skills in diesem Handwerk, wenn du einen Film produzieren willst? Also ich glaube, da muss man zwei Sachen voneinander unterscheiden. Das eine ist, man ist wirklich der Produzent oder auch Executive Produzent. Sieht man immer diese ganzen Credits, wie viele Leute da irgendwelche Credits haben. Das sind eigentlich, erstmal ist man der Initiator von einem Projekt. Also das heißt, man findet ein Drehbuch oder ein Buch und macht ein Drehbuch draus. Man denkt sich so, was will ich da erzählen? Oder hat das was? Hat das was, was in einem Film münden könnte? Und dann muss man eben die Finanzierung zusammenkriegen. Man muss eben überlegen, wer kann da Geld investieren? Wo kann ich das drehen? Das sind alles so diese Produktionsentscheidungen. Ne? Dann übernimmt ja irgendwann der Line-Producer und die Produktionsmanager-Gruppe sozusagen, die machen dann die tatsächlichen sozusagen Day-to-Day-Produktionsjob. Ne? Wer kommt wann zur Arbeit? Wer kriegt wie viel Geld? Wenn man das auch macht, wie bei kleinen Filmen, mussten wir ja damals, wo jede Gage einzeln verhandeln, dann wird man natürlich auch mürbe. Ne? Also es ist schon gut bei größeren Projekten, dass man verschiedene Leute hat, die verschiedene, also ich habe zum Beispiel bei diesen ganzen Hollywood-Filmen nie verhandelt, wie viel irgendein Beleuchter kriegt. Oder, also da habe ich nichts mit zu tun sozusagen, sondern wird einfach gesagt, das ist der Breakdown, das Skript wird sozusagen runtergebrochen und dann wird gesagt, wir brauchen so und so viele Drehtage, das kostet im Zweifel so und so viel Geld und wir brauchen eine so und so große Crew, je nach Setup eben, ne? So. Und das wurde dann meistens gemacht, in meinem Fall Dan Clark, zum Beispiel aus Vancouver, Sean Williamson, das waren so Line-Producer, die haben da dann quasi das Heft in die Hand genommen, ne? Und diese ganzen ganz konkreten Dinge gemacht. Aber der Produzent ist eigentlich für mich, der Name Produzent bedeutet, ich bin der Geburtsvater eines Kindes. Also sozusagen, ne? Also das Hebammen. Ja, genau, genau. Ne? Also das ist das Kind und das braucht jetzt quasi Entwicklung. Ja, so. Und das finde ich, ist ein guter Produzent, der die richtigen Projekte ranholt, der die Finanzierung zusammenkriegt, die richtige Crew, die richtigen Schauspieler. Das ist natürlich auch, wo ein Produzent sehr aktiv sein muss. Wer spielt da mit? Wie kriege ich die? Etc. Ja. Also quasi du bist für die große Vision des Budgets und so zuständig. Sozusagen. Genau. Ich meine, das hat ja nicht geschadet, bei jetzt, wo ich dann wieder nach Deutschland gegangen bin, habe hier Hanau gedreht, so ein eben kleiner Film. Ja, da war ich natürlich alles wieder in einer Person. Da muss wieder Guerilla-Style. Genau, da ist dann wieder Guerilla-Style. Da verhandle ich dann mit dem Make-up, wie viel kriegst du, mit dem Schauspieler, wie viel kriegst du. Da habe ich dann alles selber gemacht. Ja, aber das war eben auch ein Film, der war im Prinzip ja in einer Woche gedreht. Also das war dann eben nicht dieser enorme Aufwand mit Hunderten von Leuten am Set. Also, und da denke ich, ist wieder gut, dass man das mal gemacht hat. Hm. Ne? Also ich glaube, ein Regisseur, der von Anfang an nie sich mit Geld beschäftigt hat, nie sich mit beschäftigt hat, wie viele Leute brauche ich denn wirklich, um jetzt so einen Film zu drehen oder wen brauche ich überhaupt und wen brauche ich nicht. Das ist natürlich für einen Produzent dann eben oft Horror. Ja. Ne? Also, weil die sind ja oft sozusagen im Clinch miteinander. Ne? Und ich denke, das ist ein gewisser Vorteil, wenn man beides ist. Dann muss man eben abwägen, wo pulver ich jetzt mein Geld rein und wo versuche ich im Prinzip ein bisschen zu sparen und trotzdem irgendwie ein sehr gutes Resultat zu erhalten. Hast du dich davon nie kreativ eingeschränkt gefühlt, dass du immer noch im Hinterkopf die Zahlen hattest? Doch. Doch? Ja. Ja, gibt ja einen guten Spruch von Clint Howard, der Bruder von Ron Howard, hat ja oft bei mir mitgespielt. Der sagte, beim Uwe gibt es diesen Kampf Produzent gegen Regisseur auch. Aber in ihm und meistens gewinnt der Produzent. Ja, so. Und da habe ich ihn natürlich, erst habe ich widersprochen, habe gesagt, Clint, so kannst du das auch nicht sagen. Ne? Aber es ist natürlich so, dass das Große und Ganze, wenn man jetzt, nehmen wir mal zum Beispiel diese Fortsetzung, ich habe also Videospiele verfilmt, Blood Rain zum Beispiel oder Schwerter des Königs. So, die zweiten und dritten Teile jeweils von diesen Filmen waren natürlich viel, viel billiger. Ne? Die haben 2, 3, 4 Millionen gekostet. So, und da ist natürlich klar, dass man einfach sagen muss,
die Fans werden vielleicht etwas enttäuscht sein, aber das ist die Summe, die ich für diese Filme rausholen kann. Ne? Und alles andere wäre quasi Kultursponsoring. Ja? Aber ich sponsere ja nicht Bloodrain 2 oder 3, dann drehe ich lieber Darfur, wo ich dann auch Geld verloren habe, wo ich dann einfach sage, das ist mir wichtig, dieses Thema, ne, in Darfur, der Genocide im Sudan, das war mir dann wichtig. Da ist mir dann auch egal. Dann habe ich das Geld ausgegeben, ich habe es verdient vorher, ja, und habe dann da bestimmt 1,5 Millionen versenkt bei Darfur. Habe mir aber gedacht, scheißegal, das ist ein wichtiges Thema. So, zum Glück konnte ich es mir da leisten zu dem Zeitpunkt. Und nur eben bei so Sachen wie so Genrefilme oder Sachen, wo man denkt, das ist das Budget, mehr werde ich dafür nicht kriegen, da gewinnt dann der Produzent. Ne? Also das meine ich eben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so eine gewisse innere Uhr hat, die einem dann sagt, so, das kann ich mir da erlauben, das kann ich mir nicht erlauben. Und jetzt Regisseure, die einfach nur immer wollen, bin ich froh, dass ich dann nächste, also ich habe ja, arbeite ja kaum mit Regisseuren, wo ich was produziere und die sind andere Regisseure. Bin ich froh, dass ich da noch nie in so eine Situation gelaufen bin. Siehst du dich eher als Geschäftsmann oder eher als Künstler? Beides. Beides? Ja, weil es, ich glaube einfach, dass Film teuer ist. Ja, generell. Das kann ich bestätigen, ist so. Richtig, so. Und es ist eben, wenn ich jetzt Schriftsteller wäre, ja, oder Bildhauer, Maler, ist natürlich eine andere Nummer. Die kann ich im inneren Kämmerchen bei mir durchziehen. Wenn ich aber einen Film drehe, generell, das kostet ja immer Geld. So, also, was weiß ich, super low budget, 100.000 bis 250 Millionen, je nachdem, was für ein Film sozusagen. So, und meines Erachtens kann man da nicht sagen, man ist nur Künstler und interessiert sich für den Geldfaktor überhaupt nicht. Mhm. Sondern ich denke, es ist wichtig, dass am Set und Arbeit mit den Schauspielern, Arbeit mit dem kreativen Team, wenn man den Film dreht, muss der Künstler da sein. Ne? Aber alles vorher und alles hinterher ist der Geschäftsmann. Mhm. Ne? Weil es ist einfach Wie überlebt man sonst in so einer Branche? Ja. Das heißt, eigentlich würdest du jungen Filmemachern, also ich leite das jetzt mal so ab, würdest du jungen Filmemachern eigentlich raten, ein bisschen Betriebswirtschaftslehre so noch für sich mit reinzunehmen eigentlich, so ein bisschen? Ja, weißt du? Ja, ich habe gerade jetzt gefinisht, auch so ein Buch quasi, Autobiografie in Englisch. Mhm. So, ich kann ja ganz gut Englisch, aber natürlich nicht genug, um so ein Buch zu schreiben. Da gibt es einen US-Editor auch so. Und da habe ich ganz am Schluss auf der letzten Seite habe ich einfach geschrieben für junge Filmemacher, ihr müsst euch über Folgendes im Klaren sein. Mein Tipp ist, geht niemals, macht nie Schulden, um einen Film zu drehen. Weil ihr glaubt, der Film wird erfolgreich. Ich kriege ja täglich Projekte, wo die Leute sagen, da schicken die dann immer so Business Proposals mit, ne? Investiere in meinen Film. Und da kommen immer dieselben Beispiele, was weiß ich, Blair Witch Projekt oder so, ja, die Filme, die dann eben nichts gekostet haben und 300 Millionen eingespielt haben. Wer das sozusagen glaubt, ist auf dem Holzweg. Ne? So, und meines Erachtens, ein Film ist ein hohes Risiko. Und wenn ich tatsächlich mit meinem eigenen Geld arbeite, also niemals, dass man sein Leben damit zerstört, wenn man einen Film dreht. Weil es ist ja nun mal passiert. Das ist ja bei vielen Filmemachern, Orson Welles war pleite am Schluss, Peter Bogdanovich, der über Orson Welles geschrieben hat, war am Schluss auch pleite. Es gibt also genug erfolgreiche Filmemacher, die alles verzockt haben, mhm, ne, und immer wieder voll ins Risiko gegangen sind. Und da muss man sozusagen so eine Stop-Loss-Aktion im Kopf haben, denke ich, wo man einfach sagt, so, das kann ich mir noch erlauben, ohne hier mein Haus zu verlieren. Mhm. Ne? Und so, und aber dass man jetzt wirklich in sich Schulden macht, dass man aber auch, das empfehle ich da auch für jeden, der macht immer quasi sogenannte Hot Costs. Hot Cost bedeutet, man kriegt quasi jeden Tag ein Update mit den Abweichungen zum Budget. Ja, also wenn man jetzt irgendwie geplant hat, so und so viel wird für Kostüme ausgegeben, dann wird jeden Tag eingebucht, wo stehen wir bei Kostümen, ist das noch quasi in der geplanten Cashflow-Struktur. Und das hat natürlich einen Vorteil, dass man da als Produzent dann gegensteuern kann. Ja, wenn man dann einfach sagt, ja gut, wir laufen hier aus dem Ruder. Das hatte ich bei Filmen House of the Dead.
da war so in Woche 2 oder 3, wurde auf einmal klar, wir liegen 20% drüber. Ne? Und da muss man dann bestimmte Entscheidungen fällen, überlegen, so, nehmen wir es aus der Contingency, also dieser Überschreitungsreserve, wie viel können wir davon noch nehmen? Oder müssen wir jetzt bestimmte Sachen, die jetzt in einer Woche sind, einfach mal die Hälfte der Statisten nur an dem Tag? Die, also wo kann man da sparen? Ne? Man geht dann durch die einzelnen Units und überlegt, was kann man doch nicht, also was braucht man doch nicht unbedingt? Was ist das Fett, das man abschälen kann? Sozusagen? Genau, richtig. Ne? Also sind ja nun mal einige Fixkosten, da kann man nichts mehr dran ändern. Also ein Schauspieler kriegt, was er kriegt, sozusagen. Mhm. Ne? Aber man kann natürlich an bestimmten Sachen sparen. Und man kann natürlich zum Beispiel auch, vor allen Dingen die einfachste Art und Weise zu sparen, ist natürlich die Drehtage so kurz wie möglich zu halten. Also keine Overtime zu machen, also keine Überstunden zu machen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt mal so deine Top-Spartipps für Produktionskosten. Du hast eine Menge Erfahrung, ja. Du hast schon eine Menge Sets gehabt. So, was sind so für jüngere Regisseure, was sind so die Dinger, wo ihr Budget sparen könnt? Hair und Make-up. Mhm. Ja, also ganz ehrlich, wenn die Leute ganz normal aussehen müssen und man hat jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel stylisch Zeug zu machen, kann man meines Erachtens entweder komplett drauf verzichten, wie ich bei Hanna oder so, da war kein Hair und Make-up. Oder man versucht es so gering wie möglich zu halten. Also, dass man dann eine Person hat für Hair und Make-up zusammen. Als Beispiel mal. Ne? So. Kostüme kann man natürlich auch enorm viel Geld für ausgeben. Ne? Aber da, meines Erachtens, bringt wirklich der Kostümbildner, wie auch immer, die klare Ansage zu machen. Mehr gibt es nicht. Macht ein Konzept. Du hast, was weiß ich, 10.000 oder 5.000 oder 50.000, je nach Film sozusagen. Aber das war's. Und komm gar nicht an mit das noch drüber und so weiter und so fort. Ja. Also da, das sind so Units, wo man einsparen kann. Dann natürlich Locations. Ne? Also man kann natürlich, wenn man Location-Scouts rumschickt, kann man natürlich, besorgt mir eine Villa. Wir brauchen eine Villa für einen Mafia-Typ als Beispiel jetzt. Ja, so. Und die können natürlich da zu den Häusern gehen, die sagen, ja, 10.000 für den einen Tag, für meine Villa. Ne? Oder sie gucken nochmal weiter und versuchen für 2.000 so eine Villa irgendwo zu kriegen, die so ähnlich aussieht. Ne? Das heißt eigentlich, dass du sozusagen sagst, okay, hier ist euer fixer Preis, über den dürft ihr nicht rüber. Ja, also ich habe zum Beispiel, ich habe ganz andere, der Dan Clark, mit dem ich ja sehr viele Filme gemacht habe, der als Line-Producer agiert, der hat zum Beispiel gemacht Wonder mit Julia Roberts, zig Halle Berry-Filme, die ganzen Seth Rogen-Filme und so weiter. Der macht viele so Studio-Filme. Ne? So. Und der macht es immer anders. Der sagt, gib mir das Budget. Der lässt erstmal jede Unit das Budget liefern und dann fängt er an, das zurechtzustutzen. Ich halte das für total einen Arbeitsschritt verkehrt rum. Ja? Also ich sage immer, du hast 50.000. Ne? So, und dann können sie ja kommen und sagen, das geht nicht, ich brauche 60, also wie auch immer. Ne? So, aber ich gebe denen Vorgaben, weil meine Erfahrung ist, dass dann die Leute, sonst werden die einfach, kommen die immer mit ihrem perfekten Megabudget und dann ist man tagelang am Diskutieren, warum das nicht geht. Deshalb gebe ich denen lieber einen Bullet Point, wo ich einfach sage, was weiß ich, den Beleuchtern oder so, euer ganzes Paket Grip-Beleuchtung insgesamt für 4 Wochen 25.000. Da müsst ihr eben abspecken und so weiter. Eine Dolly weg, braucht kein Mensch mehr. Ja, nur noch mit Gimbal drehen oder mit Steadicam und so weiter. Ja, kein Kran, dafür hat man eine Drohne. Gibt ja viele Sachen jetzt auch, wo man wirklich Geld jetzt in der neueren Dings sparen kann. So, und meines Erachtens ist es besser, man gibt denen so Vorgaben. Ja, aber man kann in jeder Abteilung kann man natürlich sparen. Man kann zum Beispiel, wenn man sagt, eine Location ist viel zu groß, dann brauche ich viel zu viele Statisten. Ne, kann man natürlich im Vorfeld sagen, na gut, wenn wir dasselbe nochmal in kleiner finden, brauche ich nur 10 Statisten und nicht 100, damit das so aussieht, als ob da was los ist. Ja, so. Und wir haben zum Beispiel im Krankenhaus gedreht bei First Shift, einem Film, den ich in New York gedreht habe im letzten März, ja, so ein Polizeiding. Und ein Krankenhaus, wo einer durch einen Emergency Room einen da reinbringt, da kann man auch 300 Statisten einsetzen, je nachdem, wie lange man durch diese Gänge rennt. Ja, und in den OP-Raum rennt. So, und da haben wir es eben clever gemacht, so Hintereingang rumgerollt, am Schluss 30, 40 Statisten im ganzen Krankenhaus und es sieht trotzdem relativ busy aus. Man muss zusammenarbeiten, damit man eben keine Qualität verliert. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge
ja, preiswerter zu bekommen, wenn man eben länger verhandelt. Ne? Und was ich gemerkt habe bei diesen ganzen Produktionsfirmen, die zu viel Geld haben oder die immer genug haben, da passiert das alles gar nicht mehr. Sondern die haken das einfach ab und machen die 0815-Nummer und das kostet es dann eben. Ne? Aber holen nicht das Maximale aus dem Budget raus. Und von daher denke ich auch, nochmal zum Beginn des Gesprächs zurückgekommen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ein Penny-Pincher ist am Anfang, dass man Sachen machen muss ohne Geld, damit man das hinterher auch auf die Lösung kommt. Genau, ne, dass man in der Lage ist, gegenzusteuern, wenn Sachen außer Kontrolle geraten. Ich finde es interessant, was du machst, ist, in der Psychologie nennt man das Anker-Effekt. Zu sagen, das ist dein Budget, dann hast du es schon mal verankert dann diskutiert man vielleicht ein paar tausend rüber, ein paar tausend runter, aber man gibt nicht das Doppelte schon mal an. Weißt du, weil das wird dann können. Genau. Du sitzt sozusagen ein Marker und das ist die Orientierungsboje, um die das Ganze herumschwimmt. Ja, weil es ja auch, guck mal, wenn jetzt irgendeiner dir ein Budget gibt, ist es für ihn natürlich total hart, die Hälfte davon wegzunehmen. Und damit ist es schon eine Beleidigung. Ne, deshalb bin ich ein Fan davon, dem zu sagen, ich habe geplant, so und so viel dafür auszugeben. Mach mal ein Budget, was kannst du damit machen? Das für Stunt-Leute oder für Explosions-Special-Effects-Leute. Ne? So, wenn man denen keine Vorgaben gibt, denken die da, wir drehen da Armageddon, ne? Und kommen dann mit einem Budget, wo man sagt, ja, ich glaube, ihr habt euch ein paar Nullen vertan. Das ist ja interessant, bei VFX sagt man immer, das Beispiel bei VFX, also wir haben mit Pixomondo gesprochen für das Interview, und bei VFX ist immer das Beispiel von wegen, Rom brennt. Das kannst du machen mit, ich guck mal kurz aufs Fenster und dann habe ich einen Greenscreen. Du kannst auch machen, du stehst da hin und alles fällt um dich herum. Also Rom brennt kann man in zwei verschiedensten Variationen, 1000 verschiedenen Variationen machen. Ganz genau. Ja, aber da ist natürlich auch wieder, da kommt wieder diese zweite Phase rein. Wenn ich weiß, ich habe sonst viel Geld, entwickle ich Projekte auch gar nicht erst, die so geschrieben sind, als ob ich das 20-fache dafür brauche, dann lasse ich es lieber bleiben. Ne? Also wenn jetzt einer sagt, Rom brennt, Quo Vadis oder wie auch immer, würde ich einfach von Anfang an sagen, dieser Film wird einfach nicht gedreht werden, weil wo sollen wir 50 oder 100 Millionen herkriegen, ja, in der jetzigen Phase der Filmindustrie. Und von daher würde ich dann auch sagen, da sollte man keine weiteren Energien drauf verschwenden, sondern man sollte überlegen, was kann ich tatsächlich mit einem Budget, was ich auch tatsächlich irgendwie raisen kann, was ich zusammenbekommen kann, drehen. Das finde ich ist auch die große Produzentenaufgabe, ne, dass man einfach von Anfang an weiß, das und das ist möglich. Danke an Uwe Boll für das Interview. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt an Mastercut oder über die Filmindustrie an sich, dann knallt doch mal eure Fragen als Kommentar unter dieses Video. Knallt den Hashtag FragtMastercut irgendwo dahin und dann beantworten wir eure Frage in einem der nächsten Videos. So, und wenn ihr selber Filmemacher seid oder Filmemacher werden wollt, dann vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier kommen noch eine Menge Infos, die ihr sonst nirgendwo bekommt. Wenn ihr schon Filmemacher seid und für euer nächstes Projekt ein bisschen Geld braucht, dann klickt doch mal hier. Dort kommt ihr auf die Seite von unserem Sponsor patz.de und patz.de hat ein Stipendienprogramm ausgeschrieben. Das ist der Patz Booster. Vereinfacht gesagt, Patz gibt dir Geld für dein nächstes Projekt. Also ist ein No-Brainer. Schaut da unbedingt rein. So, und zum Schluss habe ich euch jetzt noch hier ein paar unserer alten Videos verlinkt. Schaut da mal rein. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Und